Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute meine Eier, oder im Englischen auch Balls genannt. Nein, natürlich nicht ganz so direkt. Es handelt sich hierbei um das Spiel BALLZ von Darkbits. Und das Ganze in Version 1.0.2, wie man unschwer erkennen kann. Die Webadresse ist diesmal komfortablerweise auch direkt unten im Hauptmenü eingeblendet. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut da mal vorbei. Und ich drücke jetzt für euch auf Play. So, wir haben schon mal so ein bisschen was vorbereitet, so in etwa. Wir steigen auch direkt in der dritten Welt ein. Die anderen beiden waren eher so intro-mäßig. So, um was geht's hier? Tja, das ist schnell erklärt. Setzt man sich einmal in Bewegung, wie ihr unschwer erkennen könnt, bleibt man nicht mehr stehen. Also da oben den Stern habe ich quasi schon mal verranzt. Aber jetzt, Also man kann auch die Richtung nicht mehr wechseln. Man rutscht in dem Moment nur noch in diese eine Richtung. Und mit der Pfeilhochtaste, ja, hüpft man. Und wenn sowas passiert, passiert sowas halt. Also ist schon so ein bisschen, also man sollte schon reaktiv ein bisschen was auf dem Kasten haben. Ansonsten ist er halt nicht da, nicht so gut mit. Aber wir sind ja noch sind wir ja noch voll dabei, ne? Wir haben ja Zeit, vor allem. So, und das ist, glaube ich, das Endportal. So ist es nämlich. Wow. So, dann. How are things going, boss? Das sind wir. I'm doing just fine, Prof. I'm glad to hear that. As you have been out of town for a while, I thought I'd update you on some current news events. Okay. The BBC said earlier today that a tsunami hit the Solomon Island after a strong sea quake, with at least 12 people reported dead. What are you doing, Professor? Updating both with current news. Well, stop bothering boys with unimportant events. He has a mission to finish. Sorry, sir. Boys, go and kill everything that moves. Consider it done, Colonel. Ready, steady, roll. Ja, also ich glaube auch eigentlich viel mehr außer springen geht hier an für sich nicht. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie neue Optionen gerade finden würde. Und großartig irgendwas gekillt habe ich eigentlich auch noch nicht. Ah, das ist immer so ärgerlich, wenn man den Sprung verpasst. Und jetzt. Tada! So, ein Level machen wir noch und den Rest überlasse ich euch. Ich will euch ja nicht den ganzen Spielspaß vorab nehmen, ne? Ist halt ein hübsches kleines Retro-Ding. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Aber ich denke, das wird eigentlich auch recht schnell. Offensichtlich. Vermute ich jetzt mal. So. Oh. Wer ist der Pro? Nein, da hätte ich vielleicht drüber hüpfen sollen. Naja. Gut. Okay. Nee, belassen wir es dabei. Das Ganze heißt ja nicht umsonst. Holase kurz angespielt, auch wenn ich das nur allzu oft vergesse, wenn nicht sogar missbrauche. Okay, dann würde ich sagen, das war's von mir für dieses Mal. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und alle möglichen Infos, die ihr zu diesem Spielchen braucht, sind entweder auf holase-linuxgaming.de oder schon bereits vorab unter diesem Video. Dürft euch überraschen lassen, wie das Ganze aussieht. Okay, in diesem Sinne, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Bis zum allernächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und Balls.